Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir haben Samstag, den 13. August 2022, und heute findet die GartenCon im Park der Gärten in Bad Zwischenahn statt. Wir sind hier gerade noch im B&B Hotel in Oldenburg. Hier sind wir untergebracht, gehen gleich erstmal zum Frühstück, aber dann beginnt die GartenCon und ich nehme euch heute in diesem Video mal ein bisschen mit auf die GartenCon. Und deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Es wird ein sehr spannender Tag mit vielen Eindrücken, vielen anderen Gartenbloggern. Und ich freue mich sehr drauf. Auf geht's zur GartenCon. Da ist Davis, Naschka on YouTube, Lukas, Freizeitgarten. Moin. Der hat ein kleines Problem mit seiner Kamera. Und ja, jetzt laufen wir alle zum Veranstaltungspavillon. Da sind Arthur von Bodenständig und Leon von Vegetable Soul. Kennt ihr mehr über Instagram? Und ja, es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich bin mal gespannt, was heute noch passiert. Und hier, Green Joss. Los geht's. Wir können mal hier schon mal anhalten. Ich finde es krass, wie gut das hier alles ist. Aber es ist wahrscheinlich auch sehr anstrengend, das alles zu bewässern und so zu halten. Junge, Junge. Sehr, sehr schick. Hier kriegen wir immer jetzt so eine kleine Führung. Das ist ein bisschen erklärt und werden zum Veranstaltungsort geführt. Sieht schon sehr cool aus. Ja, so ein Gewächshaus, das wäre noch was für mich. Und so einen grünen Rasen daneben, das würde ich auch gleich nehmen. Ah ja, hallo. Das ist ja der Hammer. Junge, Junge, fein. Also ein Traum hier. Flora Gart und alles blüht auf. Da machen wir mal los. Ja, hier ist der schönste Gartenblogger Deutschlands. Und Arthur vom Bodenständig. Oh. Ein Teich im Garten, das hätte auch noch was. Und dann so schön mit Teichpflanzen. Wenn sich da jemand auskennt mit Teichanbau im Garten, natürlich nicht in so einem Stil, sondern im kleinen Stil, gerne mal mir schreiben. Oh, und jetzt müssen wir hinterher. Wir sind mal wieder die Letzten. Waren wir schon am Bus? Und jetzt hier auch. Kann ja nicht sein. So, und dann sind wir hier direkt vor unserem Veranstaltungsort. Hier ist das große, ja, Festzelt, sagen wir mal, dieser Veranstaltungspavillon. Hier steht auch drauf, was hier so alles ist. Sehr spannend. Hier sind auch sonst viele Events, aber GartenCon ist halt natürlich heute geschlossene Gesellschaft. Ich bin mal ganz gespannt, wie es gleich von innen aussieht. Jetzt erstmal in die Warteschlange. So, hier ist natürlich schon so ein kleiner Stand aufgebaut mit den natürlich Gärtnern, natürlich Bio-Erden von Flora Gart. Die aromatisch und lecker, die nutze ich ja auch immer. Lecker habe ich zum Beispiel im Hochbeet mit drin und in der aromatisch sehe ich ja immer aus. Pikiert wir dann später in den Professional Grow Mix von Flora Gart, das ist nochmal eine andere Erde. Aber diese Erden hier, vegan, torfrei und nachhaltig, sind natürlich voll im Kommen und da haben wir die letzte auch mal getestet und es hat ganz gut funktioniert. Hier ist dann die Bühne, da soll es gleich um 10 Uhr losgehen. Da ist das Ganze nochmal aufgebaut. Dahin steht übrigens auch die Professional Grow Mix. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera hier sieht. Und hier Kiepenkerl und Sperli haben ihren Stand. Und dann gucken wir gleich mal, wann es endlich losgeht. Nicht vergessen. Wir sind eure Moderatoren und führen euch heute durch diesen Tag. Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit tollen Themen. Wir haben tolle Referenten gefunden, die euch heute im Laufe des Tages ihr Wissen preisgeben. Und ich denke mir, spitzt die Ohren, nehmt viel mit nach Hause und dann wird dieser Tag nochmal richtig toll. So, und wenn ihr Fragen habt, ich denke mir, wir stehen einfach zur Verfügung. Fragt, ne? Es gibt nämlich ein Sprichwort, wer nicht fragt, bleibt dumm. Sesamstraße, total super. Komm, weißt du was? Da war Oma für. Das Zeug. Und dann kam Kevin und Chantal. Ich hoffe, ihr könnt ja. Was ist das denn? Das ist das Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wirklich, ich habe Spaß dran.
Dann über meine Generation war das tatsächlich Ökologie. Also warum wollen wir den Garten, was ist Naturkontakt, wir wollen was für Biodiversität tun und ähnliches. Konstruiert was, aber ich habe in New York gearbeitet, da gucken nur auf Mauern. Also ist nicht so konstruiert. Und dann hat er im Grunde, keiner wusste, was gemessen wird, also minimaler Faktor, der wurde die Gallenblase entfernt, hat er Daten aufgenommen. Das ist das. Das erste war, diejenigen, damals waren wir noch länger im Krankenhaus, mit dem Blick auf den Park waren im Durchschnitt einen Tag kürzer, da die muss noch einen Tag eher entlassen werden. Das ist hochsignifikant in der Medizin. Und die Einnahme von Schmerzmitteln war bei der Gruppe, die auf den Park geguckt hat, insbesondere bei der Bedarfsmedikation der starken Schmerzmittel, erheblich niedriger. Ich denke, das ist schon ein tolles Gefühl, ne, der sich so ein bisschen mit Daten interessiert, zu sehen, wie aus so einem klitzekleinen Samen oder aus so einem kleinen Steckling große Pflanze heranwächst, auch eine schöne blühende Balkonpflanze oder eine schöne Grünpflanze heranwächst. Und das Thema hatten wir ja gerade, also es macht schon Spaß und ist zwar viel Arbeit und Mühe, aber ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall. Klappe auf und dann hat man hier im Prinzip, ja, nicht perfekt, aber selten. Da sind dann gleich auch die Löcher mit drin. Also mein Kollege, der das viel macht, der kann das natürlich viel besser als ich. Und da ist vielleicht auch ein bisschen viel Wasser noch drin. Deswegen hat man das auch auf Märkten oft, dass sie das so unten abreißen, den letzten Rest, weil er nicht durchgestochen ist. Ne? Ja, genau. Ja. So, jetzt bin ich hier mit der Nicole zusammen und wir haben uns tatsächlich länger nicht gesehen, seit dem Umbautag. Und ja, sag mal was zu meinen Zuschauern. Ja, hallo, liebe Grüße und immer schön Felix folgen. Machst du auch bald wieder YouTube-Videos? Eher Instagram. Eher Instagram, also ich blende euch hier mal den Namen von Nicole auf Instagram ein, @gartensprosse. Und wir gucken uns jetzt nochmal hier das Saatgut an, oder? Jo, das machen wir. So, Nicole erklärt euch jetzt, was sie hier am Saatgutregal am spannendsten findet, welche Sorten. Also was mir als erstes ins Auge gesprungen ist, ist die Erdnuss. Ich weiß, du baust sie ja an, Felix, aber ich habe die noch nicht angebaut und das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die mexikanische Minigurke, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich selber habe sie nicht angebaut, aber meine 92-jährige Nachbarin und die hat mir welche abgegeben. Die schmecken echt gut. Findest du lecker? Ja. Sie hatte die auch so eingelegt, also ich fand die eigentlich ganz cool. Magst du die nicht? Es geht. Was sagst du zu diesen Radieschen, zu diesen bunten? Die gibt es ja auch hier. Easter Egg. Ich habe noch nicht so bunte Radieschen angebaut, sondern halt eher so Eiszapfen. Also diese die Eiszapfen sind ja so länglich in der Farbe, richtig, ne? Hier, die da. Ah, da unten haben wir sie sogar. Hier essen die French Breakfast. Ist komplett weiß, so ähnlich. Das ist ja French Breakfast, genau. Ja. Hier, das sind Eiszapfen. Ah, das sind die Eiszapfen. Genau, richtig. Und die habe ich eigentlich immer angebaut. So bunt hatte ich jetzt noch nicht. Aber die hier, die habe ich letztens in meinem Hochbeet ausgesät. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Meine Hochbeete haben so ein bisschen Probleme. Die muss ich erst mal noch ein bisschen aufmotzen für nächste Saison, aber dann werde ich auch mal Möhren und sowas da anbauen, weil wir haben ja das Problem mit den Hasen. Ja. Und Wühlmäuse drin? Oder? Ja, Wühlmäuse auch. Und da müssen wir erstmal ein bisschen die Hochbeete upgraden, damit das was wird. Ich hatte ja letztes Jahr auch solche Probleme, allerdings mit Drahtwürmern. Da musste ich die Hochbeete wirklich komplett einmal entleeren und jetzt auch neu füllen. Aber dieses Jahr, da lüft es. Da wird's was. Yes. Die Tomate, finde ich, sieht sehr spannend aus. Ja. Also so von der optischen Form. Aber auch die Gigantomo, schon krass, oder? Aber ich glaube, da sind da nicht so viele von dran. Aber ne? Ich mag lieber tatsächlich eher kleine Tomaten, so Black Cherries zum Beispiel, die mag ich richtig gerne, so große Tomaten. Bin ich nicht so der Fan von. Ich finde Tomaten spannend, die so eine mittlere Größe haben, weißt du, wie so eine rote Beete, wenn sie etwas dicker wird. Weißt du, so. Ja. Gut, das waren deine Lieblingssorten? Absolut, ja. Sehr geil, so Geschichten, da kann man auch komplett verrückte Dinge mitmachen, aber bei euch, es darf hier nicht, nennt es jetzt mal, nicht zu laut werden. Also man sollte nicht übertreiben, klar. Hast du irgendeine absolute Lieblings-App aus der Leitung auf dem Handy? Nee, eigentlich nur Leitung. Hm. Weil ich auf dem Handy habe ich Leitung CC, weil ich habe für mich... Ich war eben schon so begeistert mit dem Gespräch, was ich mit denen geführt habe und das war richtig toll. Also ich mache, zähle nochmal zusammen, 100% biologisch abbaubar. Von der Idee, über die Entwicklung, über die Sendung und das danach. Jetzt Antonia Cox von Potsdam hat es vor. Machen wir es noch.
den übernehme ich direkt. Als Highlight angekündigt zu werden, das ist schon mal ganz cool eigentlich. Ich stehe auch zum ersten Mal auf einer Bühne, also ein bisschen höher, genau, ein bisschen aufgeregt. Technik? Gibt's nicht. Geschichte, also wie kommt man überhaupt auf die Idee, einen biologisch abbaubaren Topf zu gründen? Dann will ich aber gerne auch noch mal so kurz auf den Status quo eingehen. Wo stehen wir überhaupt gerade? Was hat sich so in den letzten 2,5 Jahren unsere Geschichte auch verändert? Und dann vermutlich das Highlight, werde ich einmal so ganz frei und transparent aus dem Nähkästchen plaudern. Wie Folgen angeschaut, eine Liste gemacht an allen Fragen, die da irgendwie gestellt wurden, haben die übersetzt sozusagen in unsere Antworten, einfach weil wir die Chance wirklich aus tiefstem Herzen nutzen wollten. Und genau, sprich, das war eine sehr spannende, aber auch intensive Zeit. Sorry, hätte ich gerade schon groß machen sollen. Dann Drehtag, war der große Tag, 21. Januar 2020. Die MMC-Studios, die sind in Köln. War ja so früh im Bett. Arthur, wie fandest du die GarnCon? Mega. Also geht ja noch weiter, ist ja noch nicht das Ende. Vielleicht kommt noch der Foodtruck, da freue ich mich drauf. Aber und was steht hier? Das weiß ich noch nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Geschenke. Yeah. So, das war jetzt hier mein kleiner Vlog von der GarnCon. Es war ein sehr cooles Event. Wir werden jetzt gleich noch was zu essen bekommen. Aber für dieses Video soll es gewesen sein. Schaut auf jeden Fall auch im nächsten Video wieder vorbei. Unter dem Video könnt ihr kostenlos abonnieren. Denn dann machen wir hier im Park der Gärten noch einen kleinen Gartenrundgang. Und wir machen noch einen kleinen Gartenrundgang. Bleibt auf jeden Fall dabei. Genau. Der kommt dann als nächstes. Also einschalten. Ja. Gut, bis demnächst und ciao.